Dirk Kerner und Julian Reuter haben es jetzt mit einer jungen Frau zu tun, die sich um ihre verschwundene Freundin sorgt. Die Polizisten treffen am Wohnhaus der Vermissten auf die Melderin. Ich habe sie angerufen auf dem Handy. Geht doch nicht ans Telefon. Nein, und das ist aus. Und ich weiß nicht. Hier klingelt mal? Ja, und das Kreuz noch hier. Ich verstehe überhaupt nicht, was hier ist. Das hängt sonst da nicht an der Tür. Ich habe hier auch geklingelt. Ich habe hier auch... Wohnt Ihre Freundin hier alleine? Nein, sie wohnt mit ihrem Freund. Okay, der ist aber auch nicht da. Nein, der erreichen Sie denn Ihren Freund? Ich habe versucht, aber er geht auch nicht ans Telefon. Ich verstehe nicht, wie aus dem Boden verschwunden. Wie alt ist denn die Freundin? Die Freundin ist 35. 35? Ja. Und das kennen Sie hier nicht? Nein, also das ist auch nicht. Das ist gruselig. Das, ja, weiß ein bisschen, das Zusammenhang ist ein Kreuz. Ne? Die Beamten ermitteln, dass die Melderin ihre Freundin zu einem Vorstellungsgespräch in ein Autohaus begleiten wollte. Dirk Kerner bittet die junge Frau, dort anzurufen. Schließlich könnte sie schon vor Ort sein. Auch der hinzukommende Lebensgefährte der Gesuchten hat eine Vermutung. Hallo, Judith, Simon. Was ist hier los? Hallo. Ich weiß nicht, also Sandra ist nicht da. Hallo, wer sind Sie? Ich bin Simon, ich wohne hier. Das ist Ihr Freund? Ja, das ist Freund Simon. Gut. Ich rufe ganz Ihre Freundin, die wird vermisst von ihrer, ich weiß nicht, ob Sie sich kennen. Ja, das ist Judith, die beste Freundin. Ja. Wo ist denn Ihre Freundin jetzt? Die ist zu einem Vorstellungsgespräch gefahren mit dem Taxi vorhin. Ja. Okay. Da ist aber anscheinend nicht irgendwie angekommen. Problem ist, dass sie sagt, die beiden Freundinnen waren verabredet. Ja, okay. Ihre Freundin und hier Judith? Das ist die Judith. Okay, genau. Die waren verabredet. Okay. Kurioserweise ist er nicht aufgetaucht nicht und sie hat dort nicht mehr erreicht. Wo hast du sie angerufen? Also das heißt, sie war nicht in der Firma und sie ist auch nicht beim Vorstellungsgespräch, was er jetzt gesagt hat? Nein, dann steht hier im Stau, kennst du Berlin hier, alles voll, überall aber Baustelle. Das passt nicht zu ihr. Ist denn das Handy an oder ist es ausgeschaltet? Es ist aus. Es ist komplett aus. Gut, ja, das kann ja sein, dass das Gespräch ist. Ich mach das Handy aus. Ja, ist alles gut. Die ist schon mit dem Taxi los, die ist zum Vorstellungsgespräch. Simon, sie war nicht da. Keine Sorgen machen. Sie war nicht da, sie kam nicht, aber das passt zu ihr nicht. Wie lange sind Sie jetzt aus dem Haus? Ich war jetzt eine halbe Stunde, ich war einkaufen und du bist vorher losgefahren. Genau. Hing denn dieses Laken da? Was ist das denn? Oh, ja, das haben Sie nicht dran gehangen, oder? Na, das ist bestimmt wieder der Nachbar hier, der Yannick gewesen hier. Der macht immer nur Schwachsinn. Das ist. Warum? So ein kleiner. Hat das irgendwie einen Bezug auf Sie oder sowas? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Der hat echt Flausen im Kopf. Das ist so ein Lausebengel hier. Der macht hier in der ganzen Nachbar. Weißt du doch auch. Der macht doch nur Mist hier. Wo wohnt denn der Yannick? Der Yannick, der wohnt hier eine Tür weiter. Warum hängt der das denn da ran? Weil er einen an der Klatsche hat. Der ist nicht wieder vorne, ist er doch. Hey, Yannick. Oh. Hallo, komm mal her. Bleib mal stehen. Hey. Bleib mal stehen. Was willst du denn abhauen? Was soll das? Mann. Wir rufen einfach. Ja, eben. Warum rennt man dann weg? Hä? Gib mal dein Portemonnaie, deinen Ausweis. Die Beamten wollen den Teenager zu dem Vorhang befragen. Dass der erst 14-jährige Junge etwas mit dem Verschwinden seiner Nachbarin zu tun hat, bezweifeln sie allerdings. Dennoch liefert seine Befragung einen wichtigen Hinweis. Ist das dein Tuch? Nein. Das ist nicht mein Tuch. Was macht denn der Yannick? Was ist das denn wieder für eine Scheiße? Hey, das war schon mal gewiss. Habt ihr jetzt hier untereinander immer Streit? Oder wie? Oder ihr macht uns alle einfach immer. Ihr spielt den Leuten Streiche, macht Klingelstreiche überall. Der ist in der ganzen Nachbarschaft bekannt mit seinem Mist. Volle Frage, wie lange werkelst du an deinem Fahrrad da schon rum? Was? Wie lange werkelst du an deinem Fahrrad da schon rum? Nicht lange. Ja, und das mit dem Laken, das warst du jetzt? Ja, ich war es gewesen, weil... Warum? Warum hängst du da drin? Ich bin hier vorbeigelaufen, hab ihn gesehen, wie er da irgendwas am Garagentor gemacht hat. Wer? Ich hab ihn so gefragt. Ja, hier, er ist an seinem Garagentor, hat da irgendwas rumgeschraubt. Ja. Ich bin zu ihm hingegangen, hab gefragt, ob ich ihm helfen könnte. Und er brüllt mich gleich an, er schreibt mich an. Ja, geh runter von meinem Grundstück, du hast hier nichts zu suchen. Ja, du hast hier auch nichts zu suchen. Ist mir auch scheißegal. Wenn ich hier was in meiner Garage mache, dass du hier nichts zu suchen machst. Hallo, ich bin weggelaufen. Ja? Meine Güte. Und als Rache, weil ich wie das Heimzer wollte, habe ich dieses Tuch da an die Tür gehangen. Na gut, da kann ich ihn aber auch voll und ganz verstehen, denn wenn du hier immer, ich sag mal, Scheiße baust und irgendwas. Mann, ich wollte ihn doch nur helfen. Diesmal wolltest du nur helfen. Ja, ich wollte ihn helfen und dann brüllt er mich an. Na, versuchen Sie mal bitte weiter. Lass mich nicht einfach anbrüllen. Ja, die hat das Handy aus, mal den Furcht. Haben Sie? Wie bekommen das rüber, wenn da jemand anruft, wenn Sie im Gespräch sind? Da machen Sie sich keine Sorgen jetzt um Ihre Freundin? Oder? Naja, irgendwie nicht. Zum Gespräch und da ist alles gut, da mache ich mir keinen Kopf. Steht da ein Auto drin oder sowas? Oder? Ja. Das hast du nicht gesehen. Das Garagentor war zu gewesen. Warum haben Sie dann da so eine Holzkeile unten vorher gemacht? Das geht nicht mehr richtig auf.
Also wenn das, sonst kriegt man das nicht mehr auf, wenn das dann so zu ist. Na, vielleicht können wir ja helfen. Auf jeden Fall, nee, das ist schon okay, alles gut. Hat er irgendwas rumgeschraubt? Nee, er hat da irgendwas gemacht. Das ist aber keine richtige Sicherung. Ob ich helfen kann. Und dann meint er, hat er mich einfach Lust. Wenn das ganz zu ist, kriegt man es nicht mehr auf. Deswegen sind die da so unter, damit man das wieder auf hochkriegt. Sonst geht das halt nicht. Können wir da mal einen Blick reinwerfen? Ach, ich meine, er ist ja handwerklich begabt. Vielleicht können wir da was helfen oder so. Ja, gucken Sie gerne nach. Was soll das denn mit dem Scheißding? Was hängst du da an? Ich wollte doch nicht an, ich wollte ja helfen, Mann. Ach, du musst mir nicht helfen. Sandra, oh Gott! Geh mal weg, lass uns mal ran, bitte. Lass uns mal ran. Lass uns mal ran. Sandra? Ganz gut. Ist mir bewusst? Sandra! Geh zu ihm. Hallo? Sandra! Hallo? Gott, sie blutet. Gott, Sandra! Drehen Sie sich mal auf die Seite. Oh mein Gott. Hier ist die Polizei. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich? Sandra? Ach, ist alles okay? Wollen wir einen Rettungswagen fahren? Das ist Ihr Wagen hier, oder? Also ist Ihrer, ja? Ja, das ist. Und Sie ist mit dem Taxi los, haben Sie gesagt. Dachte ich eigentlich, ja. Wollen Sie sich mal hinsetzen? Die Polizisten rufen einen Rettungswagen für die 35-Jährige. Seltsam erscheint Dirk Kerner und Julian Reuter, warum der Freund das Verschwinden seiner Lebensgefährtin die ganze Zeit heruntergespielt hat. Mal Verbandskasse, ja. Mal vorsichtshalber. Und dann, Guck mal, setzen Sie sich mal hier hin. Ist zwar jetzt in der Sonne, aber... Ganz langsam, genau, ganz langsam. Okay. Was trinken? Nee. Okay. Sind Sie irgendwo anders verletzt? Haben Sie irgendwo anders Schmerzen außer am Kopf? Also mein Genick tut mir weh und mein Kopf gerade. Okay, gut. Kollege, holt mal eben schnell einen Verbandskasten, das war da oben. Ich muss mal kurz gucken. Darf ich vielleicht abdupfen? Ja, aber vorsichtig, das ist da. Oh Gott. Genau. Okay. Was ist mit dir los? So, ist Ihre Garage, oder? Das ist meine Garage, ja. Haben Sie uns irgendwas zu sagen, warum Ihre Frau da liegt? Nee. Weiß ich nicht. Ja, ich frag Sie, ich frag einfach nur, ganz alles doof. Alles in Ordnung? Simon. Wie konntest du das machen? Was? Ich hab dich doch gesehen. Simon, wovon redet du? Du hast in den Kopf gestoßen. Was ist los? Du hast mich doch von hinten geschubst. Dann hast du mit alles zugemacht. Quatsch. So was würde ich doch nicht tun. Doch, du hast auch das Autoschlüssel. Ich konnte doch nicht raus. Welchen Autoschlüssel? Hast du irgendwas gesehen? Mein Autoschlüssel. Das ging alles so schnell. Wieso hast du das gemacht? Warst du das oder was? Was? Ganz ruhig, ganz ruhig. Dirk Kerner glaubt der jungen Frau und macht das deren Lebensgefährten unmissverständlich klar. Das Motiv seiner schrecklichen Tat ist aber noch fraglich. Dermaßen unter Druck gesetzt, macht der Verdächtige schließlich eine Aussage. Sie müssen da nicht arbeiten. Das ist totaler Quatsch. Wir sind glücklich, ist alles in Ordnung. Ich habe einen Job. Sie kann zu Hause bleiben. Sie muss da in so einem Outfit, dann in einem Autohaus. Da guckt sie jeder an. Das will ich nicht. Ganz einfach. Sie sind der Meinung, Sie verdienen genug für zwei, oder wie? Ja, natürlich. Und wenn irgendwelche anderen Männer Sie angaffen, das ist... Nee, das kann ich nicht ab. Das muss nicht. Gerade in so einem Outfit muss man da nicht arbeiten. Da muss sie nicht zum Vorstellungsgespräch. Die Beamten klären den jungen Mann darüber auf, dass er eine gefährliche Körperverletzung und eine Freiheitsberaubung begangen hat. Doch ihn interessiert nur, sich und seine Tat zu rechtfertigen. Du weißt, meine Ex-Freundin hat mich verlassen nach anderthalb Jahren für einen anderen Typen, weil sie auch immer so aufgestylt rumgelaufen ist. Und wo ist sie aufgestylt, Simon? Ich will dich nicht verlieren. Du weißt das, dass ich das nicht abkann, wenn ich andere Männer angucken. Wie, und deshalb? Frau kannst du dir und? Ist da, ja. Ja, so nett. Aber ich komme auch nicht mehr klar mit dir. Das ist jetzt vorbei. Aber Sie sind schon, also ja, da, gut. Schatz, bitte, das war doch... Dass Sie jetzt damit das total... Das für uns gemacht. Gut, ich will mich da ja nicht einmischen in Ihre Beziehung oder sowas, aber... Nicht für uns. Haben Sie Ihre Ex-Freundin auch so verloren durch Ihre Eifersucht oder wie? Ja. Wir leben am 21. Jahrhundert und da darf die Frau auch entscheiden, wo und ob sie arbeiten gehen möchte. Das hat der Mann oder der Freund schon gar nicht zu entscheiden. Aus den Zeiten sind wir Gott sei Dank raus. Nachvollziehen, ja, kann ich es persönlich ehrlich gesagt gar nicht von dem Freund. Ja, er macht sich wahrscheinlich Sorgen, weil er halt von seiner Ex-Freundin verlassen wurde wegen eines anderen. Aber wie gesagt, das muss ja auf sie jetzt nicht zutreffen. Ich denke mal, da hat er einen ganz großen Fehler begangen. Ja, wie gesagt, sie wollte zum Vorstellungsgespräch da zu dem Autohaus und... Du hast hier nur mit ich dem Plakat. Ich möchte das nicht. Ich verdiene genug. Sie kann zu Hause bleiben. Ich mag das nicht, wenn andere Männer in ihrer Nähe sind. Und das heißt, dann, sie wollte gerade mit ihrem Auto los? Ja, und dann habe ich sie von hinten ins Auto geschubst, habe die Tür zugemacht. Und dann. Dirk Kerner hält den jungen Mann für krankhaft eifersüchtig. Der Beamte rät ihm, sich professionelle Hilfe zu suchen. Der Polizeioberkommissar informiert den Täter über das weitere Vorgehen. Gut, das heißt, Sie kommen jetzt erstmal mit uns mit, dass Sie auch nicht erstmal Ihrer Freundin hinterherlaufen. Dann noch ein kleiner Tipp am Rande, wenn Sie bei uns wieder entlassen sind, nach den ED-Maßnahmen. Das heißt, wir werden jetzt mal Fingerabdrücke nehmen, weil es handelt sich hier um eine gefährliche Körperverletzung. Okay. Das heißt, Sie kommen erstmal mit, Fotos machen, Fingerabdrücke und so weiter, weil wir haben noch gar nichts von Ihnen. Wenn Sie dann wieder rauskommen, das dauert ja nicht lange, dann rate ich Ihnen dringendst,
fahren Sie der Freundin nicht hinterher. Ja? Wenn wir Sie dort antreffen, dann bleibt sie nicht bei ein paar Stunden bei uns, sondern dann bleiben Sie vielleicht mal so ein, zwei Nächte. Okay? Ich will sie doch eigentlich wieder haben. Gut, Ihren Einkauf können Sie gerne mitnehmen. Der junge Mann muss mit einer Haftstrafe rechnen. Seine Freundin hat einen neuen Termin für ein Vorstellungsgespräch erhalten und bekommt die Anstellung. Der Nachbarsjunge wird nicht belangt.